Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge FIFA 16. Wir zocken weiter in der Karriere und ja, wir haben so, wir sind souverän in die Liga gestartet, 2 Siege. Jetzt wollen wir für diese Woche mal wieder das Training ansetzen für unsere ganzen Talente. Und ja, danach gehen wir auch gleich schon ins nächste Spiel rein. Na, was machen wir denn hier aber? Geben einfach allen mal... Huch, Müller wollte ich gar nicht. Der ist nämlich schon... Wir brauchen die, die hier so ein Pfeil nach oben haben mit vielversprechender Spieler. Der Pogba kann nochmal... Tempo-Dribbling. Den können wir den Kimmich. Was geben wir ihm hier? Dribbling-Parcours. Und den haben wir noch. Den, na, den Kurt brauchen wir nicht. Der wird wahrscheinlich sowieso nicht so weit kommen, dass wir da noch was dran haben. Oh, wen nehmen wir denn dann noch? Ich meine, er kann mit 24 auch noch vielversprechend sein. Aber warum ist denn der Rode nicht vielversprechend? Ja, nehmen wir doch mal noch den Morata dazu. Und dann nehmen wir bei ihm auch, was empfohlen ist. Fernschüsse. Und Übung simulieren. Alles simulieren. Gucken, was dabei rauskommt. Ja, haben sich nicht so mega mit Ruhm bekleckert, die ganzen Spieler. Und dann beenden wir das Training und gucken wir mal, dass wir unser drittes Ligaspiel machen. Ja, naja, bla 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 bla. Spieler verkauft. Ja, wir haben den Kirchhoff verkauft für 3,7 Millionen. Wir brauchen ja nicht so einen aufgeblähten Kader. Und weiter im Takt. Oh, jetzt kommt das Spiel gegen Leverkusen. Haben wir nochmal ein Angebot hier für Sinan Kurt? Na, das ist aber kein gutes Angebot. Leute, Leute, Leute. 1,5 müsst ihr schon bieten. Na, hier müsst ihr 1,3. Und gucken, ob wir es jetzt zum Spiel schaffen. Das ist auch erst die zweite Folge, in der wir jetzt Musik dabei haben. Ungewohnt, aber ich find's gut. Ich find's gut. Ich habe nicht mehr das Gefühl, dass ich die ganze Zeit durchplappern muss. Nein, ihr könnt auch, wenn ich mal eine Runde pausiere mit meinem Geplapper, dann könnt ihr euch an der Musik ergötzen. Ich hoffe, sie gefällt euch. Nehmen wir doch mal das schwarze Trikot jetzt. Und schreibt auf jeden Fall immer gerne euer Feedback zu der Musik auch in die Kommentare und auch allgemein. Euer Feedback ist immer gefragt, ne? Wie ihr das jetzt findet, dass ich hier Musik habe. Wie ihr es findet, dass ich nicht die FIFA-Musik habe. Drinnen habe. So, wir sind hier jetzt heute mal am Verteidigen. Ah, verdammt. Da haben wir ihn gestoppt. Abgefangen. Exzellent. Und starten hier in die Partie. Ich habe die Halbzeiten zum Beispiel, habe ich jetzt auch auf 4 Minuten runtergestellt. Die waren vorher auf 5. Und ich denke, wenn das die Spiele ein bisschen kürzer, ein bisschen knackiger sind, da kann man vielleicht auch dann irgendwann nochmal drüber nachdenken, ob wir dafür einfach
So, warte. Bam! Costa! Ob wir dafür dann vielleicht auch einfach mal eine Folge 2 Spiele machen. Aber ich finde, bei FIFA ist eine Runde schon relativ lang, denn es bleibt nicht bei 4 Minuten. Jetzt Jubel läuft die Zeit nicht weiter. Das heißt, eine Runde ist mindestens 10 Minuten immer noch. Ah, das ging easy. Aber wir brauchen auch keine 5 Minuten langen Halbzeiten, um Tore zu schießen. Wie ihr seht, das geht ja zügig. Ach, da habe ich gedacht, da ist vielleicht noch jemand auf dem anderen Flügel. Ah, der Krieger holt ihn sich. Der Krieger holt ihn sich. Ach, scheiße. Kacke. Pogba. Mit... Oh, ich wollte schon sagen, mit seinem ersten Tor. Aber dann war es doch nur das Außennetz. Den habe ich drin gesehen. Oder holt sich den Ball im Mittelfeld. Na, war er schon im Abseits? Ja, scheiße. Ganz knapp. Ich habe es gesehen. Ganz, ganz knapp. So, hier haben wir Pogba. Wir müssen gleich mal gucken, ob der Thiago wieder fit ist. Denn der war ja verletzt, deswegen hatte ich den ja ursprünglich rausgenommen. Der muss natürlich auch wieder rein. Da muss der Rode dann wahrscheinlich sogar für... Ah, das 1-1. Wir fangen uns das 1-1, das erste Gegentor in dieser Saison. Haben sie gut gemacht. Aber wenn Thiago wieder fit ist, dann muss Rode wahrscheinlich weichen. Na, komm, spielt er doch nicht so blöd rum. Ja, da war der Boateng noch dran, das gibt Ecke. Ui! Das sah aber nicht gut aus, was sie da gemacht haben. Nein! Nein! Was macht denn Müller da? Die haben den doch gefoult! Sonst fällt ein Müller doch nicht so einfach hin. Bam! Da ist das erste Tor von Pogba. Paul Pogba! Den hat er reingehämmert. Erstmal schön durchgesetzt hier gegen... Weiß ich, kann ich jetzt gerade nicht sehen. Und dann zieht er ihn einfach rein. Ja. Ah, shit. Ja. Easy. Seitenwechsel. Ach, verdammt. Hätte ich nicht so früh lossprinten dürfen. Oh mein Gott! 2-2, Alter! Die schlagen sich echt gut, die Leverkusener. Muss ich sagen. Und zwei Gegentore. Die ersten zwei Gegner haben wir nicht ein einziges Gegentor verpasst. Ja, mit dem mal ganz easy ausgetanzt. Da holt ihn Rode sich zurück.
Oh, wenn das mal nicht in die Klöten ging. Ich habe mir mein letztes Video, wo ich das, also das erste Video, wo ich jetzt Musik im Hintergrund habe laufen lassen, nochmal angeguckt. Und ich muss sagen, die Lautstärke fand ich ideal. Also ich fand es nicht zu laut von der Musik her. Es hat nicht kein Stück meine eigene... Alter, das war ein schlechtes erste Halbzeit. Hat kein Stück meine Stimme übertönt, sage ich mal. So, jetzt bringen wir aber mal ein paar Leute. Ah, Thiago ist sogar hier schon. Robben hat bisher noch gar nichts geleistet. Da kommt Coman. Und Ribéry für Lewandowski. Machen wir so. Und dann setzen wir Spiel fort. Ich hoffe, jetzt verletzt sich keiner. Ah, Costa wieder. Jo, er dribbelt sich durch. Na! Schade, Thiago hat den Kopf mal nicht mehr... Hat hinter diesem Kopf nicht mehr genug Druck bekommen. So, jetzt wollen wir wieder nach vorne. Ribéry. Aber in Ecken sind wir gut. In Ecken sind wir gut. Oh, da haben sich zwei behindert. Und er nimmt ihn mit ins Aus. Nächste Ecke. Und noch eine Ecke. Aber solange aus jeder Ecke im Endeffekt ein Schuss rauskommt, dann ist mir das auch Wurst. Diesmal kommt Ribéry. Ah, schade. Und da haben wir ihn schon wieder. Und Pogba marschiert. Pogba marschiert! Ich bin ja eigentlich lieber der Spieler, derjenige, der sich durchkombiniert. Aber ich habe bei FIFA 16 festgestellt, dass das Dribbeln, also das Durchlaufen einfach, um einiges... Oh, der war böse. Um einiges besser funktioniert. Meine Erfahrung jetzt. Könnte eventuell schon rot... Na, Glück gehabt, glaube ich. Bei der jetzt... Glaube ich sogar... Rot geben können. Ui, 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 ui. Gegen die Latte. Oh, jetzt sind wir aber... Schade, schade. Haben wir ihn schon wieder? Und wieder nicht drin! Oh mein Gott! Haben wir uns so schön durchkombiniert. Da hat Ribéry sich gleich wieder geholt. Ah, oh, der eigene Mann im Weg. Verdammt. Wird es echt ein Unentschieden geben?
Wenn, dann wäre es auf jeden Fall nicht verdient. Die Werkself hat jetzt in der zweiten Halbzeit nichts mehr hinbekommen. Jo, Elfmeter, Elfmeter. Sehr schön. Das war aber mal ganz klar. Schön zum Schluss. Da würden einige würden jetzt wieder sagen, Bayern-Dusel. Aber ich sage, verdient. Guckt euch das an. Einfach umgeholzt. Und da ist das Ding. 3-2, wir holen uns noch den Sieg. Perfekt. Perfekt. Wir gucken uns am Ende gleich nochmal die Statistiken an, aber ich denke, das geht sehr, das ist sehr verdient. Nachdem wir in der zweiten Halbzeit doch sehr, sehr stark gespielt haben. Und jetzt gibt's nochmal. Oh, was war das denn für ein schlechter Schuss? Aber im Nachschuss. 4-2, jetzt geht's erst recht, ist es erst recht hochverdient. Thiago Alcantara. Sehr geil. Einer meiner Lieblingsspieler. Auch wenn er diese Saison bisher mich noch nicht so überzeugt hat. Ich weiß noch, in seiner ersten Saison war er so genial. Dann war er ein Jahr verletzt und so richtig zurückkommen tut er bisher noch nicht. Yo. Gewonnen. Ja, Leute, ziehen wir uns nochmal die Statistik rein. Ja, 15 Schüsse, 14 Schüsse aufs Tor und das in der zweiten Halbzeit. Ich weiß noch, die Statistik war in der ersten Halbzeit, war es noch 4 oder so bei mir. Also 4 Schüsse, 4 Schüsse aufs Tor. Und jetzt diesmal sogar Paul Pogba, bester Mann. Ja, das war es dann auch eigentlich schon mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo, einen Kommentar oder einen Daumen da lasst. Oder auch alles. Alles zusammen. Und in der nächsten Folge sehen wir dann, ja, sehen wir dann, wer kommt. Mal gucken. Wir nehmen jeden. Bald müsste ja auch der internationale Wettbewerb losgehen. Schauen wir mal. Also, bis denn. Ciao.